Ich bin in Belgien geboren und ich habe mich sehr, sehr früh schon für Gesang entschieden. Ich war, glaube ich, 4, 5 Jahre alt. Da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt Sängerin werden. Überhaupt nicht klassische Sängerin, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Eher Rocksängerin. Mit 14 habe ich dann schon Musikgymnasium gemacht in Leuven in Belgien. Und so bin ich eigentlich reingerollt. Diesen Sommer war ich in Salzburg bei den Salzburger Festspielen und in Brüssel. Meine Lieblingsrolle ist und bleibt Pamina in der Zauberflöte. Und hier in Klagenfurt habe ich das Glück gehabt, das singen zu dürfen vor einigen Jahren. Was mir wahnsinnig gut gefällt hier, ist das Theater und die Leute im Theater. Es ist eine sehr, sehr gute Atmosphäre, finde ich, im Haus, und das spürt man überall. Also Melisande ist eine Frau, die schlimme Sachen erlebt hat, man weiß nicht genau was. Und sie wird von Golo gefunden am Brunnen. Er nimmt sie mit nach Hause und die sind dann ein Paar. Und dann auf einmal lernt sie der Pelias kennen, das ist Golos Bruder. Ich glaube, es ist mehr noch als eine normale Liebe. Es ist eher so eine Seelenverwandtschaft, was die beiden haben. Der Golo ist dann wahnsinnig eifersüchtig und tötet Pelias. Es ist eine sehr anspruchsvolle Partie, um auswendig zu lernen. Man muss wirklich musikalisch und rhythmisch sehr gut vorbereitet sein. Die Kostüme sind wunderschön. Christian Lacroix hat die damals entworfen für Théâtre des Champs-Élysées, wo diese Oper in Premiere gegangen ist. Hier in Klagenfurt hat man die Kostüme hergestellt. Für mich stellen die ganze Persönlichkeit dar, auch von den Hauptdarstellern.